Jesus ermahnt, Philadelphia ist die einzige Kirche, der ich die Entrückung versprach. Baut also mit Gold. 9. September 2015, Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Der Herr ist wirklich mit uns und gibt auf uns Acht, liebe Herzbewohner. Er gab mir eine wunderbare und klärende Botschaft, die ich hier mit euch teile. Als ich aus der Anbetung kam, war ich so glücklich und entspannt und so erfüllt mit Freude. Es war keine Freude für mich, aufzuhören mit der Anbetung. Aber er sagte: Es ist Zeit zu schreiben. Nun, er begann die Botschaft. Ich kann es nicht ändern, wenn sie meine Worte nicht empfangen, und du kannst es auch nicht. So viele sind entschlossen, mich in ihren Zeitplan einzupassen, weil sie nicht erkennen, dass ich nicht funktioniere, wie der Mensch es sich wünscht. Hier bezieht er sich auf den kleinen Feuersturm, den wir gestern in unserem Kanal losgetreten haben, weil er sagte, dass wirklich nichts von Bedeutung geschehen würde im September 2015. Das widerspricht den Dingen, die andere Menschen gehört haben, und ich kann es nicht ändern. Wir entscheiden, wem wir zuhören wollen und bei wem wir fühlen, dass er die Salbung hat. Wir sollten bei jenen Menschen bleiben, wer auch immer sie sind. Aber ich sage nicht, dass jeder, der die Gabe der Prophezeiung hat, falsch liegt oder dass ich allein die Wahrheit besitze. Alles, was ich mache, ist, das zu teilen, was er mir gibt. Das ist alles, was ich tun kann. Und ganz ehrlich, das ist alles, was ich tun will. Dies ist also der Grund, warum er dies anspricht. Ich kann es nicht ändern, wenn sie meine Worte nicht empfangen, und du kannst es auch nicht. So viele sind entschlossen, mich in ihren Zeitplan einzupassen, weil sie nicht erkennen, dass ich nicht funktioniere, wie der Mensch es sich wünscht. Aber sie sagen, dass du dem jüdischen Zeitplan entsprechend handelst, Herr, weil du sie als dein auserwähltes Volk ehrst. Bedeutet das, dass ich mich wieder all ihren Regeln fügen muss? Wow, Herr, versuchst du, mich begraben zu lassen? Nein, ich bin, der ich bin. Und während ich meinen Leuten Zeichen bezüglich den Jahreszeiten gab, sind sie nicht ein Gesetz für sich selbst, die das ganze Universum befolgen muss. Meine Gesetze liegen nicht über dem Wert einer Menschenseele. Nun, während jeder sehen möchte, wie ich ordentlich funktioniere, entsprechend ihren Vorhersagen, schlägt mein Herz immer noch für den Mensch allein. Und solange es nur einen Nachzügler gibt, der gerade dabei ist, hereingezogen zu werden, tut es meinem Herzen weh, jenen Menschen allein zu lassen, um das schlimmste Schicksal zu erleiden. Im Grunde sagst du damit, dass du niemals zurückkehren kannst, weil es immer einen weiteren gibt und noch einen, auf den wir warten. Im Grunde ja, das ist wahr. Aber in der Praxis kommt eine Zeit, wo eine Entscheidung getroffen werden muss. Wir nähern uns dem Ende und ihr werdet in den kommenden Wochen und Monaten eine zunehmende Trennung sehen zwischen jenen, die gewählt haben, mich zu lieben, und jenen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Die Trennlinie wird schärfer und klarer werden, bis es dann Zeit ist für mich. Mein Vater entsendet seine Engel, um den Prozess zu beschleunigen bei jenen, die zum Hochzeitsmahl gerufen sind.
wenn ihr auf all die Vorbereitungen schaut, die ich auf diesem Kanal getroffen habe, werdet ihr erkennen, dass jene, die gehorsam sind gegenüber dem, was ich gegeben habe, auch genug Öl in ihrer Lampe haben, und für sie wird jener Tag zu einem freudigen Anlass. Für jene, die weiterhin egoistisch handeln, wird jener Tag zum schlimmsten ihres Lebens werden. Aber Herr, wer wird es somit schaffen, dabei zu sein? Zum Beispiel eine ziemlich einfache Seele wie Benjamin? Der verborgene Mensch des Herzens ist wunderbar, Claire. Er dürfte nicht all eure Qualifikationen erfüllen, aber er erfüllt meine. Ein einfacher Mensch, der den Weg der schlichten Nächstenliebe und des Gebets gewählt hat. Wenn Menschen die frei verfügbare Zeit aber dafür nutzen, sogenannte Superchristen zu sein, angefüllt mit Wissen, aber die Taten fehlen, dann geht den Lampen das Öl aus. Alle werden errettet, aber einige wie durch das Feuer gehend. Erster Korinther 3, 10 und 11. Entsprechend der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut, denn kein Mensch kann ein anderes Fundament legen als jenes, welches gelegt wurde, Jesus Christus. Claire, weißt du, was die Essenz jenes Fundaments ist? Die Liebe? Das ist korrekt. Liebe ist Gold, Wahrheit ist Silber. Und die Edelsteine sind Werke der Barmherzigkeit. In 1. Korinther 3, 12 bis 19 steht: Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Das Feuer wird beweisen, welcher Art das Werk eines jeden ist. Wenn das Werk eines Menschen, welches er aufgebaut hat, bestehen bleibt, so wird er eine Belohnung bekommen. Wenn das Werk eines Menschen verbrennt, wird er einen Verlust erleiden. Er selbst aber wird errettet werden, jedoch wie durch das Feuer gehend. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch lebt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, wird Gott ihn zerstören. Denn der Tempel Gottes, welcher ihr seid, ist heilig. Kein Mensch soll sich selbst täuschen. Wenn sich jemand unter euch für weise hält in diesem Zeitalter, so soll er töricht werden, damit er weise werden kann. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Und hier hast du das Holz, das Heu und die Stoppeln. Steht es nicht geschrieben, er fängt die Weisen mit ihrer List? Und der Herr kennt die Gedanken der Weisen und weiß, dass sie wertlos sind? Es soll also niemand mit Menschen prahlen, noch mit den Meinungen der Menschen, denn der Mensch denkt nicht, wie ich denke, und das führt zu Streitereien. In 1. Korinther 3, 1 bis 4 steht: Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch sprechen wie zu geistigen Menschen, sondern wie zu Menschen des Fleisches, wie zu Babys in Christus. Ich gab euch Milch zu trinken und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht ertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht ertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange es Eifersucht, Neid, Streit und Spaltungen unter euch gibt, seid ihr da nicht fleischlich und lebt wie die Menschen? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, und der andere, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Nun,
während alle recherchieren und Daten sammeln und aufs neue Termine und Jahreszeiten kalkulieren, streiten und jene angreifen, die andere Meinungen haben, wer nährt währenddessen die Armen und kleidet die Nackten? Die Kirche von Philadelphia, die einzige Kirche, der ich die Entrückung versprach. Warum? Weil sie mit Gold baut, was die Nächstenliebe darstellt. Denkt nicht für einen Augenblick, meine geliebten Bräute, dass ich gekommen bin, um die Pharisäer eurer Tage zu belohnen. Das liegt überhaupt nicht in meinem Interesse. Ich verurteile nicht jene, die Kenntnis haben von den Zeiten und jenes Wissen mit Weisheit und Demut nutzen und das Opfer meines eigenen Leibes verstehen, um ein Volk für mich zu erkaufen und als goldenes Fundament zu dienen. Jene, die ihre Zeit verschwenden mit Streiten, Kämpfen und andere herabstufen, sind nicht die Brautjungfern mit Öl in ihren Lampen. Warum denkt ihr, dass ich Dinge vermittle, auf welche ich hohen Wert lege? Damit alle von euch bereit sein würden, um beim Hochzeitsmahl mit mir dabei zu sein. Ich sehe, was ihr tut mit eurer Zeit, worüber ihr nachdenkt und wie ihr die Welt seht. Und besonders, was ihr tut, betreffend dem Zustand von jenen um euch herum. Ich versuche einfach, euch aufzuwecken für eine neue Stufe der Selbstaufopferung. Teilen und geben, dienen und die Wahrheit dem Ignoranten zu übermitteln. Aber Nächstenliebe ist immer noch der schnellste Weg zu jedem Herzen. Und wenn ich die Gabe der Prophezeiung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alles Wissen hätte, und wenn ich einen Glauben hätte, um damit Berge zu versetzen, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Besitztümer verteilen und als Märtyrer verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so würde es mir nichts nützen. Das ist 1. Korinther 13, 2 und 3. Fazit ist, dass ich nicht danach suchen werde, wer die genaueste Vorhersage gemacht hat bezüglich dem, wann ich zurückkehre. Ich werde mich umsehen, wer geliebt hat, wer mich liebte durch den Ausgestoßenen, den Einsamen, den Ignoranten. Und wenn ihr eure Zeit mit mir in der Anbetung verbringt, wie ich es euch so viele Male gesagt habe, flute ich euer Herz mit der Substanz meines Herzens. Und ihr seid dann ausgerüstet, um hinauszugehen und andere zu lieben, wie ihr euch selbst liebt. Es ist so einfach, aber eure Unsicherheiten haben euch an die letzten Neuigkeiten gewöhnt. Ich würde euch in der Anbetung an mich gewöhnen, damit ihr euch komplett meiner göttlichen Vorsehung überlasst. Seid wie kleine Kinder. Sie spielen nach Herzenslust im Sandkasten, ohne jemals einen Gedanken an ihre eigenen Bedürfnisse zu verschwenden, weil sie wissen, dass ihre Eltern schon für sie vorgesorgt haben. Sie hinterfragen nichts. Kommt schon, meine Bräute, wann werdet ihr jemals eure Sorgen auf mich werfen? Denn ich sorge für euch. Ihr versucht, meinen Job und euren Job zu erledigen, indem ihr euch laufend darauf fokussiert, was geschehen wird und was eure Bedürfnisse sein werden. Wenn ihr euch einfach konstant auf mich und meine Treue fokussiert und mich anbetet, wären die Himmel offen über euch. Geht jetzt. Hört auf, euch zu benehmen wie jene, die keine Hoffnung haben. Legt eure Ängste beiseite und kommt zu mir, nicht nur im Gebet und in der Anbetung, sondern durch die armen Seelen um euch herum. Ich bin wirklich mit euch.